Nehmen wir den mit. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück! Lilly war erleichtert. Was? Okay. Die Maske war... Aber hieß das... Nein, das... Na? Okay, jetzt reden die Masken mit uns. Jetzt wird's langsam gruselig. So, Kronleuchterbefestigung. Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Können wir das denn hier losschrauben? Vielleicht? Mit bloßen Händen konnte Lilly die Schraube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Ja, nimm Presslufthammer, ist klar. Das war sicher nicht das ideale Werkzeug, um die Schraube zu lösen. Und solange Lilly keinen triftigen Grund hatte, musste sie dieses Risiko auch nicht eingehen. Aber Zerstörung ist immer ein triftiger... Ach nee, wir sind Lilly, okay. Ach, wir lassen das, das ist doch alles schön. So, auf zum Rundgang. Ach, hier geht's zum Büro der Oberin. Hier haben wir Tollkirschen. Die Oberin hatte Lilly verboten, die Tollkirschen zu essen. Von mitnehmen hatte aber niemand etwas gesagt. Gut, dann ist das ja auch kein Problem. Dann haben wir eine Halterung, einen Haken und einen Kamin. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Okay, Licht haben wir nicht dabei, dann gucken wir uns den Kamin an. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Haken? Lilly hatte Gerüchte gehört, dass an diesem Haken unartige Kinder aufgehängt wurden. Ansonsten benutzte die Oberin ihn, um ihre Teekanne über dem Feuer zu halten. Das ist ja ein Umgang hier und das in einem Kloster. Büro der Oberin? Na, da gehen wir jetzt lieber nicht hin. Wir haben das mit dem Rezept nämlich noch nicht erledigt und wir müssen ja jetzt das machen und Garrett irgendwie fernhalten. Auch wenn ich nicht glaube, dass jetzt die Schulbarocken verschwunden sind, dann gehen wir erstmal weiter hier den Flur lang zum Klosterflur. Interessant. Gargoyle, Schuluhr, Knallfrösche. Klassenzimmer zur Sammlung, Wartungsklappe in die Haupthalle. Oh. Interessant. Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken. Aha. Na, aber wir haben jetzt irgendwie gar keinen Grund, hier irgendwas zu machen. Ich will mich nur umsehen. Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Knallfrösche? Knallfrösche. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Ja, wie sind die nur dahin gekommen? Ich habe keine Ahnung. Zurück zum Flur. So, sind wir hier? Zur Sammlung. Alter Greis. So, dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Lilly hatte sich eine Muskete zum letzten Nikolaus gewünscht. Stattdessen hatte sie Muskat bekommen, das vom Lebkuchen gefallen war. Oh, schade. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Ich mag zwar alt sein, aber ich kann dir Geschichten erzählen. Da schlackerst du mit den Ohren. Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinderausrüstung zu tun. Aber ich lasse nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Also lass die Finger... Ach, da pennt er wieder. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch hier dran nicht dürfen. Noch eine Schatzkiste. Heute war der wahrscheinlich glücklichste Tag in Lillys Leben.
gleich nach dem Tag, an dem sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Oh Mann, tolle Sache. So, aber zuerst einmal möchte ich hier Folgendes tun. Nämlich einen Speicherstand anlegen. Speichern bitte. Hatten wir das auch gemacht und wir spielen weiter. So, wir spielen jetzt schon eine Weile, deswegen möchte ich sicher gehen. Hey! Lass das in. Ja, gut, kennen wir ja schon. Meerschweinchenglas. Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Oh, das ist aber ein sehr geduldiges Meerschweinchen. So, was steht hier alles rum? Scheint eine Art Spiel zu sein oder sowas. Was geben wir noch? Regalplatz. In dem Regal gab es 3 leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. So, den alten Greis gucken wir uns mal an. Nanu, das war ja gar nicht das Skelett aus dem Biologieunterricht. Das war nur wieder dieser alte Mann aus dem Geschichtsunterricht. So, ich weiß, dass er ziemlich viel redet und das jetzt noch nicht wichtig ist, deswegen überspringen wir das jetzt einfach mal. Glaubt mir, das werden wir noch früh genug hören, deswegen gehen wir mal ins Klassenzimmer. Aha. Vitrine. Die Vitrine war wie immer verschlossen. Wie so oft waren Billys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Oh, das ist ja doof. Okay, ein Adlermodell. Die Tiermotive waren für Lili tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lili nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Ja, haben wir schon bei den beim Stickding mitbekommen. Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Birgit! Wir kennen die Stimme übrigens. Birgit war die Lieblingsschülerin der Oberin. Sie musste das glücklichste Kind der Welt sein. Ja, bestimmt. Sie wirkt auch so. Birgit war die... Ach Quatsch, ich wollte das drücken. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Kennst du schon den Brunnen? Ich möchte dir da drin mal was zeigen. Ach je, naja. So, was haben wir denn hier? Tiere. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Das gleiche wie Freeman. Sticken. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Nicht, ich finde schon. Alleine dieses Gesicht hier. Wenn ihr euch das mal anguckt, wenn die redet, das sieht so arrogant aus, dass man das eigentlich mal umgestalten müsste, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Ja, du gibst auch ein klein wenig an, ne? Aber es fehlt ein... Banner? Ich glaube... Ruhe jetzt!
Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt! Jetzt ist sie futsch. Danke. Ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Okay, das heißt, die Oberin ist in der Kantine, wir können in ihr Büro. Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Ach ja. So, dann haben wir hier auch alles durch. Dann gehen wir jetzt zum Büro der Oberin und nehmen da mal einige Sachen mit, wenn wir da was finden. So, dann mal im Schnelldurchgang hier rauf und hier rein. Und ab ins Büro. Ja, wenn die gerade einen Beruhigungstee trinkt, ist das ja nicht so dramatisch. Okay, also wir haben einen Essenslift. Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Ah ja, so haben wir dreckiges Geschirr. Haben wir nicht. Topfpflanze. Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Ah, das ist eine nette Topfpflanze. Ein paar Tollkirschen. Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Oh, das ist ja immer, das ist ja so traurig. Quittungsspieß. Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Sehr geehrte, durchgestrichen, Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht. An eines, das wichtige Werte vermittelt. Wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Sehr freundlich. Sie schreibt sogar mit und ja, egal. So, nehmen wir den Quittungsspieß mit. Aber erst nochmal angucken. Lilly musste aufpassen, dass sie den Spieß nicht ins Auge bekam. Unfälle passierten so leicht. Das haben wir ja an Freeman gesehen. So, hätten wir das auch haken. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Da hängt ein Bild. Huhu. Da sind Löcher drin in dem Bild. Naja. Lumpy hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Ja, er ist ja auch irgendwie... Er sieht sehr, sehr tot aus irgendwie. Aber er hat sich eben bewegt, also scheint es nicht allzu schlimm zu sein. Mit ein paar Murmeln. Lilly bezweifelte, dass Lumpy das essen wollte. Was? Tollkirschen? Lilly bezweifelte, dass Lumpy das essen wollte. Schade aber auch. Lumpy hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Futternapf wollte ich eigentlich angeklickt haben. Lumpys Futternapf war reich verziert. Als Haustier der Oberin hatte man bestimmt ein wundervolles, erfülltes Leben. Ja, das glaube ich aufs Wort. Gut, das war's aber leider auch. Dann müssen wir zu den an den Schulrabauken vorbei. Hier, der Rest haben wir jetzt alles ausprobiert. Ja, genau. Ach so, ja. Ja, erzähl noch ein bisschen. Ja, verstehe ich. Ja, richtig. Egal. So, dann gehen wir mal hier unten hin. In die Kantine am besten. Wen haben wir denn da? Grusel-Lilly,